Hallo Minecraft, willkommen zu Skyblock. So, hallo zurück. Ja, heute kümmern wir uns nochmal um die Mobfalle. Ich möchte da nämlich was anderes bauen. Dafür brauchen wir ziemlich viel Cobblestone und Stairs nehmen wir auch mal mit. Ich möchte die umbauen und zwar, dass es mir einfacher fällt, die Mobs zu fangen. Und das wird ein bisschen dauern. Aber es wird sich wahrscheinlich am Ende lohnen. Ah ne, Moment, hier darf noch keiner hin. Ich werde jetzt nämlich hier einen Turm bauen. Und dann werden am Ende die Mobs in der Mitte runterfallen. Und nicht mehr auf die ganze Fläche. Ich hoffe mal natürlich, dass hier jetzt keiner runterfällt und mich trifft und runterschubst. Wäre ein bisschen ärgerlich. Habe ich da jetzt richtig gebaut? Nee, da habe ich falsch gebaut. Eigentlich sind wir hier noch. Oh, da kommt schon was. Noch eins höher. Moment. Hier auch noch einen. Die Hoffnung ist natürlich, dass ich dadurch mehr Mobs fangen kann. Also eine höhere Ausbeute krieg. So, können wir hier noch einen, können wir noch hochgehen? So, und jetzt müssen wir mal gucken. Genau, das passt schon mal. Ich glaube, ich mache hier mal zu, dann kann ich hier ungestört arbeiten. Und durch die Treppe kann ich ja nachher wieder hoch. Sonst habe ich dauernd Angst, dass mir hier die Mobs auf dem Kopf rumtanzen. So, jetzt warte, muss ich nur richtig denken. So. 3, 4. Muss denn, ich will schon das 3x3 behalten. Dann fallen da nämlich auch die Spinnen durch. Und nicht nur die anderen Mobs. Okay. Der fällt runter, das ist okay. Und hier lassen wir die Öffnung, damit ich nachher eben wieder das Loch unten reinmachen kann.
So, ja. Es wird etwas anstrengend, weil ich muss ja... Moment, nee, ich kann ja von unten jetzt hochbauen. Muss nur aufpassen, da nicht runterzufallen. Aber dann kann ich ja von hier aus hochbauen. Ist natürlich viel einfacher, wie wenn ich jetzt immer von unten nach oben baue. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Aber so ist das in Ordnung. Da geht es nämlich schneller, wie wenn ich ja, jedes Mal irgendwie noch ein Podest in der Mitte bauen muss. So, natürlich brauchen wir ja außen ein bisschen Licht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich hier... Ja doch, ich mach's komplett zu. Dann gibt es da auf jeden Fall keine Probleme beim Hochlaufen, dass ich da dann wieder irgendwo runterfallen könnte. Müssen wir jetzt auch mal noch mal Fackeln hinstellen. Jetzt setzen wir in die Mitte noch eine, die kommt nachher natürlich weg. Aber da in den Ecken brauche ich ja den Platz zum Bauen. So, dann gehen wir mal... hier müssen wir auf jeden Fall hoch. Der Vorteil von dieser Mobfalle soll sein, dass ich eben, dass die gezielt in der Mitte einfach runterlaufen und ich werde vielleicht oben auch noch mit Wasser arbeiten, dass sie dann einfach runtergespült werden. Und jetzt habe ich ein kleines Problem im Runterkommen. Dass es hier so hoch ist. Da gerade was runter. Ah ja, da fallen sie an der Seite runter. Gut. Dann bauen wir hier. Ich muss im Grunde aufpassen, dass sie jetzt nicht auf den Stufen außen spawnen. Sonst kommen die gleich hier angerannt. Ah, guck, da steht nämlich auch schon einer. Na, ich erreiche ihn leider nicht, sonst würde ich ihn hauen. So.
Jetzt haben wir gleich wieder ein Problem, dass ich was essen muss. Das machen wir jetzt mal schnell. Siehst du, da oben, seht ihr da, da sind schon die Mobs am Spawn. Vielleicht gehe ich einfach kurz schlafen, damit ich meine Ruhe habe. Ist doch eigentlich am besten. Und dann brauchen wir was zu essen. Man leider immer noch nur Melonen. Da ist irgendwie eine Spinne. Stufen hatte ich ja auch mitgebracht. Bisschen gucken, nicht, dass die Zombies gleich auf mich zukommen. Könnte nämlich passieren. Oh, da kommt schon ein Creeper. Oh. Glück gehabt. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss hier aufpassen, dass hier keine Zombies spawnen. Ich denke, mit den Treppenstufen später wird es kein Problem mehr sein, weil auf den Stufen können sie ja nicht spawnen. Aber jetzt erstmal. Achso, ich muss ja dann nachher nochmal frei machen. Okay. Gut, also jetzt können wir uns um den restlichen Bau kümmern. Es muss auch noch weg. Oh, ich schwitze mir hier wieder die Seele aus dem Leib. Also, Hitzewelle vorbei, bla bla. Also muss ich echt mal sagen, Meteorologen, lernt mal was Gescheites. Mir ist immer noch so heiß. Ich merke nichts, dass die Hitzewelle vorbei ist. Wobei ich auch sagen muss, das ist eine vorproduzierte Folge. Aber trotzdem. Wir kommen voran. Irgendwie schaffe ich es bei Skyblock nie, die Folgenlänge einzuhalten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also bei Minecraft City schaffe ich es ja in der Regel. Oder, ja, häufig. Aber hier keine Chance. Na, hier kommt auch noch eine Fackel hin. Dann sind wir gleich schon durch.
So. Es scheint fertig zu sein. Ja, sieht gut aus. So, und hier. Ich hoffe mal, dass es reicht, dass die da sterben. Bauen wir so. So, wenn die da runterfallen. Nee, das ist nicht gut. Muss das schon so lassen. Da war gerade wieder ein Enderman. Wie baue ich das, dass es funktioniert? Ja, das Problem ist, die normalen Monsterfallen, die ihr so in den Skyblocks seht, die sind nur, haben nur in der Mitte ein Loch, dass sie runterfallen können. Ich habe hier aber zwei. Nein, 3x3, nicht 2. So. Wenn ich da von jeder Seite so ein Ding mache, dann könnte das vielleicht funktionieren. Oder ich muss eben noch mal ja, mich da hochbauen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich besser. Aber Moment, ich komme ja. Autsch. Ich komme nämlich gar nicht mehr runter. Das heißt, ich nehme mal kurz einen Wassereimer mit. Dass ich dann an dem Wassereimer mit dem Wasser wieder runterkomme und hochkomme und das viel einfacher ist. Aber erstmal machen wir jetzt einen Cut. Ihr habt schon gesehen, mein neues Türmchen. Sieht ein bisschen interessant aus. Ja, in der nächsten Folge baue ich die Monsterfalle voll fertig. Der Umbau ist dann abgeschlossen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder kommentiert, was ich vielleicht noch besser machen könnte. Wie gesagt, nicht, dass jetzt gleich das Kommentar kommt, ich soll das kleiner bauen. Das werde ich in der nächsten Folge auf jeden Fall machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.